Herzlich willkommen zu unserer Jänner-Ausgabe des Alpentour TV Magazin. Im Jänner ist ja die Tour der Ramsau unser Event des Monats. Wir werfen in dieser Ausgabe aber einen Blick auf das gesamte Programm 2020. Und da starten wir, wie bereits erwähnt, mit der Live-Übertragung der Tour de Ramsau. Über 1000 Langlaufbegeisterte sind jährlich am Fuße des Dachsteins bei einer der größten breiten Langlauf-Sportveranstaltungen Österreichs mit dabei. Im Februar übertragen wir auch erstmals den internationalen Corsa-Lauf in der Region St. Johann in Tirol. Die Region St. Johann Alpendorf Snowspace in Salzburg ist bekannt als Schneegarant. Im März gibt es dort viel Action, denn da steht der Eule Downhill Cross auf dem Programm. Wenn der Frühling kommt und die letzten Skitage eingeläutet werden, dann versammeln sich in St. Anton am Arlberg tausende Zuschauer und 500 Teilnehmer zum Event Der Weiße Rausch. Ein genialer Saisonabschluss. Mit dem Start, alle sind angespannt und warten einfach gleich auf den Schuss. Wahnsinnsgefühl, ja. Und los geht's, wir drinnen in die Stadt! Wir reisen aus, versammeln und kämpfen! Geschnitten.
Also es verfliegt dann einfach alles so und ich bin einfach nur gerannt. Applaus für die beiden Besten, Lili Reit und Dominik Schwarz. Mit Ende April heißt es dann rauf aufs Rad und ab in die Pedale. Den Auftakt unserer Alpentour TV Livestream-Übertragungen über und vom Radsport gibt es immer vom Neusiedler See Radmarathon. Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. Trailrunning liegt absolut im Trend. Und damit erhält diese Sportart bei Alpentour TV 2020 auch den dementsprechenden Sendeplatz. Wir sind wieder beim Radmarathonsport angelangt und da übertragen wir immer Mitte Juni ein besonderes Highlight. Der Kaunertaler Gletscherkaiser XXL ist angesagt. Ende Juni ist absolute Hochsaison im Radmarathonsport. Egal ob bei den Radtagen in Nauders am Reschenpass oder beim Mondsee 5-Seen-Radmarathon, tausende Radsportler sind in Bewegung. Thank you.
Wie bereits erwähnt, werden alle unsere Live-Übertragungen auch online übertragen unter www.altentour.tv oder auch auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. So auch am Samstag, 5. Juli. Da gibt es nämlich zum ersten Mal den Kitzbüheler Radmarathon. Mitten im Winter denken wir schon an den Sommer. Jetzt heißt es trainieren. Am 5. Juli 2020 startet der ultimative Kitzbüheler Radmarathon. 216 Kilometer und über 4000 Höhenmeter. Das ist die Herausforderung. Keine Zeit verlieren. Anmelden. Am 5. Juli 2020 bezwingt mit Ihnen das Kitzbüheler Hohn. Leider steil. Ab zum Trainieren, Patrick. Etwas ganz Besonderes in unserem Livestream-Übertragungskalender ist wie immer auch der Alberg Giro in St. Anton im Arlberg. Die Stimmung ist super, Publikum ist natürlich schon da und der Alberg Giro ist eines der schönsten Rennen, wo ich kenne. Und ich freue mich jetzt mal, wenn ich dabei sein darf. Ich glaube, es ist alles angerichtet für einen schönen, langen, harten Tag. Und das ist ein Kavalier, der Stefan Rabic. Ein Sieg ist immer was Tolles. Da sind alle Schmerzen, alle Probleme im Training, da ist alles vergessen. Die Strecke war super, der Adelbergpass war komplett gesperrt, war super organisiert und die Strecke ist so wunderschön bei so einem schönen Tag wie heute. Das ist immer ja geil. Nina, das erste Mal beim Alberg Giro und dann als Siegerin hervorgehen, ein Wahnsinn. Wie fühlt sich das jetzt an? Einfach mega schön, einmal gewinnen zu können. Es war so ein mega cooler Tag, echt. Es war beinhart. Also wirklich, die Zollanina, die gewonnen hat, die ist in die Salvretta so ein Tempo eingefahren, als ich wusste, es wird sich bei mir einfach nicht ausgehen, da fallen ein paar Watt. Und dann bin ich halt mein Tempo gefahren und dann ist von hinten die Kittel Agnes gekommen und dann sind wir eigentlich die ganze Runde gemeinsam gefahren und es war wirklich cool. Wir haben eine coole Truppe gehabt, die richtig zusammengearbeitet hat und ja, ich bin voll happy mit der Platzierung. Es war halt ein grandioser Tag für Radsport in den Alpen. Wir haben viel Glück gehabt mit dem Wetter, die Strecke war perfekt beieinander. 1500 Teilnehmer, die das genossen haben und ich bin als Veranstalter irrsinnig glücklich, dass alles gut gegangen ist, die Sicherheit war gewährleistet und wir haben richtig, richtig großen Sport gesehen. Wenn wir schon im Westen sind, dann bleiben wir gleich. Da gibt es im August die Live-Übertragungen sowohl vom Highlander Radmarathon wie auch vom Transvaalberg Triathlon. Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. Down.
Höhepunkt in unserem Sommerkalender ist die Live-Übertragung des Ötztaler Radmarathons. In diesem Jahr 2020 zum 40. Mal ausgetragen. 15 Stunden gibt es das Ganze live. 350.000 Live-User und Zuseher sind an den Endgeräten mit dabei. Zum Abschluss der Sommersaison geht es dann noch einmal ins Tiroler Unterland. Der Kufsteiner Land Radmarathon beschließt unsere Live-Übertragungsserie der verschiedenen Radsportveranstaltungen. Wir haben dann 40.000 Hobby-Radsportler bei ihren vielen Events begleitet. Ich freue mich, dass es eigentlich drucken ist, dass es auch länger drucken bleiben soll. Und von dem her steht dann schön Marathon, schön Rennen, nichts im Weg. Trotz nicht so ganz guten Wetter sind alle motiviert und wollen natürlich gesund und munter wieder ins Ziel kommen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Bin zum ersten Mal dabei und ja, freue mich auf die Strecke. Oh, wir sind hier, um Spaß zu machen. So. Und das geht. Haben wir auch schon gesehen. Ziemlich starkes Starterfeld. Also es wird sich dann eh gleich mal entscheiden, wenn es am Berg aufgeht. Ja, Stimmung ist gut. Wir freuen uns auf das Rennen und warten jetzt, dass es losgeht.
sein Kufstar zuerst ins Ziel gefahren, als schnellster Kreuz ist lässig. Das war sehr harmonisch. Bis hinter dir, sie hat es dezimiert, danach super harmoniert, Brandenberg, Selektion logischerweise. Und dann zum Schluss, wer hat die größten Kraftreserven gehabt, weil die Kälte hat schon richtig gezerrt, der Regen hat dann eingesetzt. Also es war nicht einfach, aber es hat riesen Spaß gemacht. Ja, super Erlebnis. Also ich wusste nicht wirklich, was auf mich zukommt, aber war super gut und top Organisation. So, ich muss sagen, ich bin schwer begeistert, dass sie doch so viele Radfahrer eingefunden haben, trotz schlechter Wetterbedingungen, und dass so eine gute Stimmung war. Und ich finde echt toll, also man sieht richtig, dass die Veranstaltung einen super Rückhalt hat in der Bevölkerung und dass auch Profi-Radfahrer wie der Maximilian Kuhn und die ganzen Tirol-Cycling-Team-Mitglieder da mitgefahren sind, und ich glaube, da können wir recht stolz drauf sein. Es ist schon wieder Herbst und damit kommt dann auch die etwas kältere Zeit. Zuvor geht es aber noch an den Bodensee. Da übertragen wir im Oktober live den Marathon am Bodensee. All diese Live-Übertragungen gibt es übrigens zu sehen bei uns auf www.alpentour.tv. Da gibt es auch eine große Mediathek. Da kann man über das ganze Jahr unsere Produktionen noch einmal ansehen. Wir freuen uns auf ein besonderes Jahr 2020. Am besten live.